Es ist mittlerweile nun ein wenig Zeit vergangen, seitdem Intel die neuen Prozessoren auf den Markt geschmissen hat. Das sind die Prozessoren mit dem Sockel 2066. Und als wäre es nicht anders, bei neuen Prozessoren muss natürlich auch ein neuer Sockel her. Wäre ja auch dämlich, wenn die Prozessoren auf die alten Sockel passen würden, dann müsste man ja keine neuen Mainboards kaufen. Und genau damit wären wir beim Thema, denn MSI hat mir Folgendes zukommen lassen. Keine Ahnung, ob ihr das komplett sehen könnt, aber das ist das X299 Gaming Pro Carbon AC Motherboard für Kinder. Also unter anderem natürlich auch für Erwachsene, ist klar. Intel war in Rage und hat mal wieder eine komplett neue Prozessorreihe rausgehauen. Kurz angerissen, es gibt neue i5-Prozessoren, neue i7-Prozessoren und mittlerweile neu, komplett neue i9-Prozessoren. Das ist also generell eine komplett neue Plattform für Enthusiasten. Und ich sag mal, das absolute Schlusslicht bildet hier der Core i9-7980XE. Ja? Das ist ein Prozessor mit 18 Kernen. Was kostet das Teil? €2.250 für einen Prozessor. Das muss man sich mal reinziehen. Das ist ein komplettes Gaming Rig mit Monitor. Ey, unfassbar krass. Ey, ich meine, im Vergleich dazu, ein Threadripper kostet vielleicht ein Tausender oder sowas und der hat 16 Kerne oder sowas. Ey, das ist unfassbar krass. Dieser Preisunterschied einfach. Intel, what? Was geht ab? Die ganze Plattform richtet sich mehr an Enthusiasten. Dementsprechend gibt es keine neuen i3-Prozessoren. Genug gelabert. Wir sind dafür hier. Wir wissen ja, MSI macht schicke Boards und die haben mir, wie gesagt, das Ding rübergeschickt, um das einfach mal zu unboxen, mal kurz reinzuschauen, was das Ding hat, was es für neue Features gibt, und das werden wir jetzt tun. Die X299-Plattform beherbergt 8 RAM-Riegel auf dem Board. Das heißt, ihr könnt das Ganze im Quad-Channel laufen lassen. Auf dem Board gibt es außerdem auch einen Turbo U.2-Slot, der bis zu 32 Gigabit pro Sekunde durchdrücken kann, rein theoretisch gesehen. Ihr habt die Möglichkeit, auf dem Board zwei M.2-Slots zu benutzen. Ihr könnt da zum Beispiel zwei M.2-SSDs verbauen oder halt einmal Intel Optane Memory und halt einmal eine M.2-SSD. Falls dir diese Intel Optane Technology immer noch nicht sagt, das ist im Prinzip einfach nur ein SSD-Cache für deine HDD. Wir wissen ja alle, mittlerweile sind die HDDs ein bisschen in die Jahre gekommen und nicht mehr ganz so schnell wie eine SSD zum Beispiel. Intel Optane cache die Daten sozusagen vor und dann ist es einfach wesentlich schneller für den Rechner darauf zuzugreifen als auf die HDD. Ich hoffe, ich habe das so richtig erzählt. Checkt das auf jeden Fall aus bei Google oder so. Ich packe mal einen Link in die Beschreibung für euch. Für die M.2-Slots gibt es auch wieder M.2-Shields, das heißt, die Wärmeableitung von den beiden M.2-Slots sollte dadurch besser gewährleistet sein, gerade wenn man so zwischen den Grafikkarten hängt, weil die geben ja auch nochmal so ein bisschen Wärme ab. Ne? Ziemlich cool, Wi-Fi und Bluetooth ist auch wieder mit an Bord. Immer nice to have. Ihr habt außerdem die Möglichkeit, auf diesem Board 4 PCI-Express-Slots zu nutzen. Anschlüsse im I.O.-Panel gibt es, 2 USB 2.0-Slots und dann noch einen Maus-Keyboard-Anschluss. Ich weiß gar nicht, ob den noch irgendwer benutzt. Benutzt irgendwer von euch diesen Maus-Keyboard-Anschluss noch? Diesen, ich weiß gar nicht, wie heißt das Ding? P2 oder so? Würde mich mal interessieren, schreibt es mal unten rein. Ich habe das Ding ewig nicht mehr benutzt. Ich glaube, das letzte Mal vor 10 Jahren oder so. Keine Ahnung, macht das noch Sinn? Ja, wenn nicht, belehrt mich bitte. Dann gibt es ein USB 2.0 BIOS Flashback, falls man mal sein BIOS zurückflashen muss. Dann gibt es Antennenanschlüsse fürs Wi-Fi. Neben den Antennen gibt es 4 USB 3.1 Anschlüsse, und zwar Generation 1. Direkt daneben gibt es USB 3.1 Generation 2, die nochmal schneller sind. Einmal Type A und Type C Port. Ziemlich cool, das heißt, ihr seid Zukunft gewappnet, denn ich hoffe ja früher oder später, dass alles auf Type C umwandelt und wir nur noch einen Anschluss haben. Ist ein Wunschding, ich weiß, wird wahrscheinlich nicht passieren, aber dann ist man damit wenigstens gewappnet, dass man schon mal einen Port hat. Und schnell sind sie auch noch dazu. Dann ganz klassischen LAN-Anschluss und natürlich die Audioanschlüsse mit dem Audio Boost 5. Mit der Audio Boost Technology könnt ihr bis zu 24 Bit bei 192 kHz hören. Falls euch das nichts sagt, ist das nicht so schlimm. Das ist einfach nur sozusagen die Auflösung der Audioqualität. Ist auf jeden Fall sehr hoch, das heißt, man kann da in Genuss guter Musik kommen, wenn man da nice Boxen anschließt. Und Leute, was soll ich sagen? Natürlich ist das Teil RGB-beleuchtet bis zum geht nicht mehr. Mit dem Mystic Light Feature könnt ihr das Ding in wirklich allen erdenklichen Farben leuchten lassen. Und das ist für mich immer unfassbar wichtig. Soviel zu den Spezifikationen des Boards. Ich zeige euch nochmal ganz kurz, wie einer der neuen Prozessoren aussieht. Und zwar, ich habe hier den Intel i9-7900X Prozessor. Auch unfassbar teuer. Aber dass ihr mal sehen könnt, wie das Ding aussieht. Überraschung, das Ding sieht fast genauso aus wie die anderen Prozessoren. Aber hey, ihr habt ihn mal gesehen. Jetzt basteln wir das Ding nochmal kurz im Gehäuse und gucken uns das im Betrieb an, denn ich möchte sehr gerne sehen, wie die RGB-Funktionen sind. Ist wichtig für mich, ja? Wie gesagt, ne? Lasst mich da einfach in Ruhe, ich brauche das. Okay, dann lasst uns das tun. Musik.
Ganz schön fancy, oder? Hat was. Außerdem richtig nice, das ganze Board ist customizable. Also in einer gewissen Art. Die ganzen Clips auf dem Board könnt ihr nämlich entfernen und ersetzen durch andere Farben. Es werden direkt welche mitgeliefert, das ist ziemlich cool, wenn man seinem Rig ein bisschen die Optik anpassen möchte. In dem Fall ist es ziemlich cool, weil MSI hat so Custom-Boxen für die ganzen Reviewer angefertigt. Dieses Video hier ist schon ein bisschen länger in Planung, da war ich noch mit meinem Kanal unter dem Namen Sergeant Max unterwegs. Daher der Name Rekruten Army auf diesen ganzen Clips hier. Aber ziemlich cool, die haben das mitgeliefert und überall Rekruten-Army drauf gebrandet. Besonders Gold gefällt mir wahnsinnig gut. Ist mal was anderes und eine ganz fette Geschichte. Vielen Dank dafür, MSI. Wenn ihr noch Fragen zu dem Board habt, schreibt die unten in die Kommentare. Wir können das gerne versuchen, gemeinsam zu beantworten. Ein Link in der Beschreibung ist natürlich auch vorhanden, falls ihr euch das Ganze genauer anschauen wollt. Das gibt es ungefähr für 300 Euro online zu kaufen, je nachdem, wo man da guckt. Ihr kennt das Spielchen. Ich würde sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem kleinen Unboxing-Video und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao. Thank you.